Warte mal, da kam Blut. Geht der Hai da zum Blut? Wo ist er hin? Da vorne. Oh oh! Wow! Wow! Oh fuck! Oh fuck! So Leute, Benehmung, denn jetzt geht's wieder los. Und zwar mit einem neuen Projekt, welches da heißt Far Sky. Far Sky, ja, was ist das oder was könnte man dazu sagen? Ich würde sagen, Far Sky ist ein Survival Game unter Wasser, was ich sehr reizvoll finde. Auch ein Indie-Spiel, ziemlich unbekannt. Aber ich glaube, dem Spiel könnte man eine Chance geben. Und ich möchte es einfach mal mit euch spielen. Was genau es ist, ich denke, das erfahren wir einfach zusammen. Ich habe es noch nicht gezockt. Ich habe mich ein bisschen über das Spiel informiert, fand es interessant und möchte es jetzt zusammen mit euch spielen. Und ich hoffe, wir werden dabei sehr, sehr viel Spaß haben. Ich gehe mal auf Play. Adventure. Finish the game at Adventure to unlock this mode. Aha. Naja, dann machen wir erstmal Adventure. Generating New World. Also, die Welten hier werden wie bei Minecraft zufällig generiert. Soweit ich weiß. Und jetzt zur Story. Mayday, Mayday, Mayday. My submarine is breaking into pieces. Nathan, Nathan, are you all right? Nathan, answer me. I'm fine, don't worry, Madison. Thank God, I was so scared. I won't survive long without oxygen. There should be a base near your position. I'm sending your... Coordinates. The Coordinates, ja. Also, was haben wir jetzt aus der Story kurz gesehen? Also, sehr, sehr aufschlussreich. Unser U-Boot ist zerbrochen und wir sind jetzt unter Wasser gelandet. Das ist das Grobe. So, auf M kann ich die Map öffnen. Hier sehen wir eine Map. Gut, ich soll zur Base. Die Base wird mir geradeaus angezeigt. Wir sehen auch oben rechts die Karte. Und auch dort ist die Base. Und wie ihr seht, wir befinden uns unter Wasser. Finde ich irgendwie sehr stimmig. So, und hier ist unsere Base. I'm in the base. Good. There may be some supplies left. Ah. Die sind zu schnell für mich. Okay, da ich jetzt im englischen Vorlesen nicht schnell genug war, übersetze ich es euch. Also er hat jetzt hier die Basis gefunden, er hat nochmal gesagt, ja, alles okay, pipapo. Und dann wurde gesagt, beziehungsweise hat er auch festgestellt, dass er jetzt seine U-Boot-Teile zusammensuchen muss. Und wenn er das geschafft hat und mit dem U-Boot, also aus den zusammengestellten Teilen, wieder zurück an die Wasseroberfläche geht, dann können sie ihn mit einem Boot retten. Also, das heißt, wir brauchen unsere U-Boot-Teile. So, okay, was haben wir denn hier? Wie benutze ich das? E. Main Workshop. Hier kann ich, wenn ich das richtig verstehe, Sachen bauen. Waffen. Furniture ist doch der Ofen, oder? Hier kann ich was bauen. Hier kann ich Equipment machen und da habe ich den Main Workshop, das ist der, den ich hier habe. Hier haben wir einen Ofen, okay. Und hier haben wir eine Truhe. Da können wir dann schon mal ein paar Sachen ins Inventar holen. Kohle, Fisch und Eisen. Und hier haben wir einen Extractor. Mit einem Extractor kann ich Rohstoffe aus dem Boden ziehen lassen, quasi ohne, dass ich selbst dort arbeiten muss. Und der Drill. Was ist der Drill? Der Drill ist
Ja, so ein Bohrer. Und mit dem kann ich mit Linksklick überall, wo es möglich ist, Ressourcen abbauen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal anhand von einem Beispiel. Ich gehe jetzt mal hier ran und zack, bekomme Eisen. Das ist ganz praktisch. Nebenbei sehen wir unten immer diese blaue Leiste. Das ist, wie viel Sauerstoff ich noch zur Verfügung habe. Und ich muss natürlich darauf achten, dass mir die Luft nicht ausgeht. Und Sinn und Zweck des Spiels wird sein, ich muss meine U-Boot-Teile finden, um dort ranzukommen. Es wird natürlich immer schwerer, muss ich meine Ausrüstung und alles verbessern. Und das schaffe ich, indem ich zum Beispiel hier diese ganzen Sachen sammle. Kann ich einen Fisch zerbohren? Kann ich nicht. Oh, guck mal, Mantas. Manta, Manta. Cool. Okay, mal gucken. Auf der Karte werden mir viele Sachen angezeigt. Guck mal, da wird was angezeigt. Solche gelben Pünktchen würde ich jetzt denken, es handelt sich um Gold. Na dann, schauen wir mal. Ist es Gold oder ist es nicht? Es ist Gold. Richtig? Richtig. Also, und jetzt so langsam entzieht sich das Spiel dann auch meinen bisher erworbenen Kenntnissen darüber. Ich wollte nur mal grob reinschauen, damit ich immerhin ein bisschen was weiß. So, und hier haben wir jetzt diesen Extractor. Und so einen Extractor kann ich zum Beispiel hier auf dieses Eisenfeld stellen. Glaube ich. Ups. Oh ja, da ist er schon. Auf E kann ich ihn öffnen. Und da sehe ich jetzt Ressourcen, habe ich 100% Eisen zur Verfügung. Das heißt, dort, wo er jetzt bohrt, befindet sich 100% Eisen. So verstehe ich das zumindest. Und wenn ich dann später nochmal wiederkomme, kann ich mir das Eisen dort abholen. So, jetzt gehe ich hier erstmal wieder hoch, damit ich ein bisschen Luft bekomme. Juhu. Was ich gerade überlege, kann ich die Grafikeinstellungen noch verbessern? Distance Normal, Tiny, Short, Normal, okay. Low, Medium, High. Maximum. Also ich glaube, dass die Einstellungen schon ganz in Ordnung sind. Wir können auch mal in die Steuerung reingucken. Also ganz normal WASD laufen. Zack, 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 zack. Hier sehen wir. Dann, ja, springen. Ist Leertaste, ganz klar. Die Interaktionen auf E, Map auf M. Das ist die Maus-Sensibilität, das ist eigentlich jetzt egal. Go down, Left Shift, okay. Inventar ist Tab. Und Maus haben wir nicht invertiert. Okay, Reichweite, achso, okay. Und Resume. Warte mal, Left Shift ist Ducken. Go down. Okay, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. So, wir gehen jetzt einfach nur mal kurz testweise an den Extractor und gucken mal, ob der schon was rausgeholt hat. Hast du, hast du, hast du? Ja, da sehen wir, jetzt hat er schon mal 4 Eisen für mich geholt. Ganz stressfrei für mich dann eigentlich, ne, dieses Farmen. So, oben links sehen wir diese roten Balken. Das ist meine Lebensenergie, wenn ich mich nicht täusche. Was wird denn da vorne angezeigt? Seht ihr das auf der Karte? Was ist denn das? Da muss ich jetzt erstmal gucken. Also ich habe Lebensenergie, das heißt, ich sollte nicht sterben. Hier wird was angezeigt, das ist Dirt. Der gute, alte, gut bekannte Dreck. Also das hier ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass man hier mit Blöcken oder sowas baut. Das ist nicht der Fall. Also es ist nicht wirklich Minecraft, dieses Spiel. Würde ich jetzt aber auch gar nicht so sagen, weil es vom Prinzip her schon ein bisschen anders ist. Also das Grundprinzip ist klar relativ gleich ein Survival-Spiel, wo man sich nach und nach mit Ressourcen alles aufbauen kann. Aber ich finde trotzdem, dass das hier allein durch die Atmosphäre unter Wasser, diesen Zeitdruck durch die Luft, nochmal was anderes ist. Ich find das eigentlich echt angenehm und ich hoffe, dass euch dieses Projekt wirklich Spaß machen wird. Weil ich glaube, das könnte was werden. Mal guck mal, da wird auch was angezeigt. So was wie eine Krone oder so. Oh, ist das ein Hai? Okay, passiert nichts. Oh, guckt mal, was haben wir hier? Oh, ein Kupferspeer.
Interessant. Glas und Glaswände. Gut, dann können wir offensichtlich auch noch irgendetwas bauen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit weggehe, weil ja meine Luft auch irgendwann knapp wird. Aber bevor ich zurückgehe, möchte ich gerne dieses Gold hier noch einsacken. Und dann schauen wir mal, was wir so bauen können. Da geht ja bestimmt noch was. Okay, das Gold haben wir. Meine Basis sehe ich auf der Karte. Muss ich aber auch aufpassen, die Karte wird ja immer kleiner. Was war das? Oh, was seid ihr? Thunfische? Das müsst ihr doch nicht tun, Fische. Wow. Oh, der kam direkt auf mich zu. Ich dachte jetzt gerade, der will was von mir. Ich schwöre paranoid. Oh, my oxygen level is low. I'm hardly breathing. Na, 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 na. Alles klar, hier einfach nochmal so ein Hinweis, falls ich das noch nicht gemerkt hätte. Wenn mein Sauerstoff leer wird, sollte ich doch bitte in die Base zurückgehen. Man merkt auch, ich atme jetzt schwer. Ja, jetzt geht er rein. Ich will nicht sterben. Ey, das waren doch Delfine, oder? Warte mal. Seid ihr Delfine? Wartet doch. Nehmt mich mit. Ich muss an die Oberfläche. Wie tief bin ich denn? Ich bin 180 Meter tief. Hä? Wo ist meine Basis? Ach, da. Ich bin 180 Meter tief und muss nach ganz oben. Oh gut, da komme ich ja schon fast hin. Habe ich gerade gesehen. Ah nee, maximale Tiefe ist 180. Also ich bin jetzt 127 Meter tief. Alles klar. Alles klar, alles klar. So, jetzt habe ich hier ein paar Rohstoffe. Wenn ich jetzt hier reingehe, was kann ich mir denn bauen? Equipment, ja. Nehmen wir einmal. Waffen habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Nehmen wir auch mal. Das ist doch gar nicht Ofen. Was habe ich da für Blödsinn von erzählt? Fehlt nur noch der Building Workshop, wenn ich das richtig verstehe oder sehe. Ach, guck mal, hier geht's noch hoch. Kann ich hier dann noch was aufstellen? Ist relativ knapp hier. Was haben wir denn hier? Mit E können wir ernten und zwar Kartoffeln. Okay, kann ich die auch wieder einpflanzen? Geht das? Ja. Guckt, hier kann ich Kartoffeln ernten und wieder einpflanzen. Ganz cool. Und die Kartoffeln kann ich dann essen. Warte mal, Use Cooker. Use Cooker. Wir haben ja auch Fisch. Oh, warte mal, Fisch können wir, müssen wir den? Muss ich da jetzt irgendwas machen? Ah, Moment, da muss irgendein Material rein, was. Hier, passt mal auf, Kohle. Ich pack mal Kohle rein. Ja, ey, cool. Da kann ich doch bestimmt auch Kartoffeln reinpacken. Wartet mal. So, den gekochten Fisch nehmen wir mal raus und packen jetzt Kartoffeln rein. Ja, geht auch. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. So, jetzt muss ich aber noch meine anderen Sachen aufbauen. Aber das sieht bei mir grafisch nicht so super flüssig und TÜV-ig aus. Ich hoffe mal, dass man das bei euch bisschen besser sieht. So, jetzt ziehe ich den mal hier runter und den mal hier runter. Die Ressourcen, die muss ich ja eigentlich gar nicht hier im Inventar haben, oder? Ich habe da so eine Harpune. So, warte mal, jetzt haben wir hier Equipment Workshop. Oh! Und da kriegt er auch schon Hunger. Da sehen wir Hunger 81%. Das heißt, wir sind kurz davor zu verhungern. Aber wir haben ja was zu essen, soweit ich weiß. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, wie esse ich das denn? Ah, ich bin jetzt einmal draufgegangen, jetzt zeigt er mir Essen an. Ich esse das mal. Jetzt bin ich bei Hunger 67%, war jetzt nicht so super effektiv. Das heißt, ich gucke hier noch mal rein, da müsste ja noch meine Kartoffeln drin haben. Genau. Kann ich die auch direkt aus der Leiste heraus essen? Ja, mit einfach einem Linksklick. So, und jetzt haben wir wieder gar keinen Hunger mehr. Haben aber auch nur noch eine Kartoffel. Also die Ressourcen neigen sich schnell dem Ende und ich weiß nicht, wie schnell die Kartoffeln hier wachsen. Da schauen wir mal. So, jetzt haben wir hier einen Waffenshop. Equipment, was gibt's denn da? Davon kann ich mir nichts leisten. Sehr schön. Oh, was sagt er jetzt? It's getting dark. Night is coming.
Also es wird dunkel, die Nacht kommt. Okay, also die Delfin, hallo. Die Predator, also die, ich sag mal Alpha-Tiere, gehen jetzt jagen in der Nacht und das könnte zum Beispiel auch dieser Hai sein. Ich denke, dass der Hai hier so ein bisschen der Oberbabo ist, wenn ich das Wort nicht mag. Benutze ich es jetzt mal. Okay, und gegen den müssen wir uns vermutlich verteidigen. Was haben wir hier? Ein Messer für 8 Eisen. Ich habe kein Eisen. Das heißt, wenn ich Eisen haben möchte, sollte ich zu meinem. Oh Gott, jetzt sind ja echt viele Haie. Das heißt, wenn ich jetzt rausgehe, machen die mich an, ja? Aber ich will zumindest kurz dahin und das Eisen rausholen. Oh, guck mal, 35, damit können wir noch arbeiten. Okay. Alles chillig. Hoppala, hoch mit dir. Jawohl, sind wir schon oben. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal lieber, dass wir noch eine Waffe haben. Speere habe ich ja. Stunning Spear. Das heißt, dass er die auch noch stunt, dass die dann sich kurz nicht bewegen können, oder? So, passt mal auf. Ein Messer nehme ich mal. Oh, ja, klar. War jetzt blöd. Muss so machen. 2 Schaden. Und, oh, eine Spear Gun. Eine Spear Gun, eine Spear Gun. Guckt mal. Fire Spears. Also, das heißt, ich brauche diese Speargun, also diese Speerpistole quasi, um diese Speere vermutlich erst abschießen zu können. Alles klar. Warte mal, wollen wir das mal testen? Passt mal auf, wir testen das mal. So, jetzt nehme ich mal meinen Speergun. Wie schieße ich damit links? Und rechts? Moment mal. Muss ich das erst auswählen? So, mit links. Mit rechts. Nee. Brauche ich dafür was Besonderes? Kann der das nicht schießen? Wenn ich jetzt so mache? Mit links. Mit rechts. Ah, mit E? Nee. Brauche ich vielleicht für Kupfersperre eine besondere Waffe? Ich versuch's mal jetzt, ich will mal einen. Hier, so ein Eisenspeer. Warte mal, hier, das Messer haben wir auch noch. Wenn ich jetzt davon einen mache. Ja, so. Okay. Schießt er den ab? Nee. Wie schieße ich denn das ab? Verstehe ich ja gerade nicht so ganz. Also ich kann die Speere irgendwie nicht schießen. Hier gut, hier drin eh nicht. Wie benutze ich denn das Messer? Das kann ich auch nicht benutzen, oder? Guck mal, das Messer. Ach doch, mit Linksklick. Da müsste ich doch auch mit Linksklick irgendwas abschießen können. Und mit dem Messer? Kann ich ihn da jetzt angreifen? Ja. Das geht. Oh. Warte mal, da kam Blut. Geht der Hai da zum Blut? Wo ist er hin? Da vorne. Oh. Wow! Wow! Oh fuck! Oh fuck! Oh, ah, ich habe gar keinen Schaden bekommen. Wo ist der hin? Soll ich den mal mit dem Messer abschlachten? Wo ist er? Ich höre was. Oh, da wird man ja schon gleich.
ganz paranoid hier. War das der da? Na los, komm. Ich hör Blubbern im Wasser. Naja gut, dann holen wir uns noch mal kurz Eisen. Ja, los, gib her. Also das mit dem Extractor finde ich voll gut. Ich glaube, davon brauche ich noch einen. Aber ich bräuchte da noch einen anderen Rohstoff. Muss ich mal gucken, was es da dann noch so an Rohstoffen gibt. So, hoch hier bitte. Ja, also der wollte nicht mehr mit mir kämpfen, warum auch immer. Schade. Ich hätte gerne noch weiter gekämpft. Nein! Nein! Oh oh. Hat er mich gesehen? Oh oh. Wow, der wollte zu mir. Eieieiei. Da, ne, muss man schon, ne? Und auch so ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich. Eieieiei. So, guckt mal, was können wir hier bauen? Eine Kiste. Ah, ein Sitz und noch ein Tisch. Nochmal so ein Gucker, eine Tür. Oh, ein Pflanzentopf. Okay, Pflanzentopf, da kann ich mir dann natürlich Essen machen. Ah, hier kann ich jetzt auch was bauen. Guck mal, es gibt's. Drill habe ich ja schon. Was ist das? Underwater Scooter. Popels you, also der popelt für mich. Sehr praktisch. Nein, Quatsch. Das ist hier so ein. Da kann ich mich halt dran festhalten und dann zieht er mich durchs Wasser. Voll cool. Oh, guck mal, hier kriege ich mehr Luft. Und hier kriege ich. Ah, guck mal, damit kann ich tiefer. Ah ja. Oh, guck mal, da gibt's dann irgendwann noch völlig andere Rohstoffe, mit denen man dann immer tiefer kann. Alles klar, ich fange an zu verstehen. Das heißt, wir nehmen uns mal diese Sauerstoffflasche. Und. Jawohl. Den dann einmal. Einmal die Startausrüstung, bitte. Oh, was fehlt mir hier jetzt? Eisen. Ob da meinem Extractor schon genug drin ist? Schauen wir mal. 6, das reicht nicht, ne? Einen brauche ich noch, glaube ich. Oh oh, ich habe schon wieder geblubbert, also die Haie. Ey, das ist echt ein bisschen. Ja, macht ein bisschen paranoid. Los, komm, hier ein bisschen Eisen. Ja, so, mit 5 Eisen, das sollte reichen. Messer zur Hand. Oh, da wird man hier nachts von Haien angegriffen. Also, das finde ich schon die Situation an sich ziemlich beängstigend, muss ich sagen. So, Haie, also an sich stelle ich mir das verdammt gruselig vor. Da draußen sein zu müssen. Nachts, oh, stell dir mal vor, ey, ihr strandet irgendwo mal oder stürzt mit dem Flugzeug ab oder seid mit dem Boot unterwegs und dann auf dem offenen Meer. Und ihr wisst nicht, was schwimmt unter mir. Ich glaube, das ist schon ein bisschen eine beängstigende Situation. Oh nee, möchte ich nicht mitmachen, glaube ich. Nee, Moment, wir waren ja hier. Der Helm hat uns noch gefehlt. So, guck mal, jetzt sind wir schon komplett equipped. Wir können 3 Minuten länger Luft anhalten. Wir haben 25% weniger Schaden. Oder kriegen weniger Schaden. Und wir können 250 Meter tiefer. Das ist doch schön. Gut, dann würde ich sagen, mit dem Wissen, was wir bisher erworben haben. Wie weit sind die? Die kann ich noch nicht ernten, sonst würde er es mir zeigen. Moment, hier habe ich ja, doch, hier habe ich schon geguckt, was ich machen kann. Da habe ich auch geguckt, da habe ich auch geguckt. Okay, mit diesem Wissen würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt aus der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und in der zweiten Folge schauen wir mal, wie wir dann hier vorankommen. Also, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.